Und dafür muss ich natürlich immer die Aufnahme beenden und Aufnahme starten. Da ich das ja auch als Let's Play hochladen will. Nein. Ich hoffe, dass ich bald wieder in die Haut von Bayek schlüpfen darf, weil alles, was mit Aya ist, ist nicht. Ja, da ist das Erkunden erstmal wieder hinten angestellt. Ich will nämlich noch so viel erkunden, so viel freischalten, so viel zerstören. Die ganzen Lager, die es noch gibt, die will ich ja auch noch erledigen. Das werde ich aber nicht mehr aufnehmen, weil das sich immer gleich abspielen wird. Oh. Nee, ernsthaft. Das ist ein Dreiergebiet. Shit. Das habe ich zwar schon eingenommen, aber... ich habe doch da gerade einen rumklettern sehen. Was ist los mit denen? Bayek lenkt die Leute ab. Ich hab das Ziel in Sicht. Oh Gott. Was zur Hölle? Level 9. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das sind ja vier! Ich muss sie weg. Gott. Ich wäre lieber da unten bei Bayek. Kann mich jemand einfach töten? Bringt es endlich zu Ende! Ich komme, um dich zu retten. So geht's auch. Wir müssen Caesar warnen. Was ist denn passiert? Septimius, sie planen den Hafen zu belagern und wollen den Palast einnehmen. Ich werde Caesar nicht verraten! Wie viele Köpfe muss ich denn noch abschlagen, bevor Caesar versteht? Das ist sinnlos! Eine Planänderung. Der Löwe sagt, wir müssen zum Pharos marschieren und die Königin in die Falle locken. Dann sagten sie, sie gingen nach... Wohin? Wohin? Wo kommt ihr denn jetzt wieder her? Hier war doch keine Sau. Und so einen kann ich doch mit solchen Klingen nicht besiegen. Willst du mich verarschen?
Stirb, du Wurm! Und Attacke! Dieser Kerl könnte noch mehr Informationen haben. Ich muss ihn zurück zu Caesar bringen. Ich brauche jetzt ein Pferd. Alarm hier drüben? Hört sich ja schon fast an wie Gronks Spruch. Hey! Wow. Was? Hi. Tschüss. Lasst mich gefälligst in Ruhe. Aua! Jetzt auch noch Römer? Welche Invasionsarmee kommt denn als nächstes? Hä? Boah, die will immer so Bürde, Behinderte. Diese Römer ignorieren uns auf eigene Gefahr. Wir werden randalieren. Meine Mitbürger, wir müssen zu den Waffen greifen. Ich gehe zum Serapeum. Beten ist unsere letzte Hoffnung. Die Götter sind auf Ihr habt loyale Männer, Caesar. Septimius plant, euch im Palast einzusperren. Euch bleibt keine Zeit. Wie vorhergesehen. Krieg. Flavius? Sie wollen Feuer. Lass uns den ganzen Hafen niederbrennen. Und wenn wir Pharos Licht verändern, weiß der Rest der Flotte Bescheid. Wir schließen im Streitwagen auf. Salve, mein Caesar. Ich erteile den Befehl. Meine Königin, ihr solltet mich in die Schlacht begleiten. Während diese Soldaten sich niedermetzeln, bleiben wir auf unserem Thron. Wir sind Königin, bis ein Schwert unser Herz durchbohrt hat. Selbst dann bleibt unser Blut auf diesem Thron. Na gut. Ich bleibe. Mein Leben liegt voll und ganz in euren Händen. Nun, der wichtigste Teil des Plans. Legt dies in die Feuerschale des Pharos. Sie begleitet mich durch die Stadt. Und nun, lasst die Schlacht toben. Aya, wenn du unseren Bruder findest, Gines Doi. Ich rieche Krieg! Wir setzen unsere Königin auf den Thron! Du bist die Einzige, die einen Thron verdient! Gib mir das Pulver! Caesar traut deiner Frau diese Aufgabe nicht zu!
Beweis ihm das Gegenteil, Liebste. Sie greifen an, wenn sie uns sehen. Erreiche die Spitze des Fahrrads. Oh Gott! Na, ich will doch nicht ins... Hier nach dieser Mission spielen wir das Sosbach weiter. Ich will erstmal Sosbach vielleicht sogar beenden, bevor ich das hier Ende spiele, weil da ich das Let's Play ja auch noch aufnehme, ist es vielleicht nützlich, mal nicht aktuell, also ja, mal aktuell zu sein. Vielleicht bin ich ja fast schon bei Assassin's Creed durch. Ich will es aber nicht wissen. Ich sehe es schon kommen, dass ich mit zwei gegen die zwei kämpfen muss. Ich muss doch da hoch. Boah, dieser Weg wird kein leichter sein. Oh, ich sehe gerade, ich habe noch den Titel. Ah! Das ist ja kein Source Park. Source Park kommt gleich erst. Ah! Nicht, dass ich Probleme mit Twitch bekomme, dass ich hier noch Sassbock stehen hatte. Aber ist sowieso gerade keiner da. Oh Gott! Zerquetsch mal einer diese Lotusblüte.
Wie konnte sie so weit tschüss. Halt, tschüss. Frau. Tschüss. Tötet sie, damit wir uns um echte Probleme kümmern ich können. Bin, diese römischen Malakas. Ich bin. Meine Klinge ist gekränkt. Oh nein, der Wächter. Du erinnerst mich an die alexandrinischen Huren, die ich vom Orden der Ältesten geschenkt bekomme. Vielleicht behalte ich dich ja. Jetzt hast du sogar mein vulgäres Herz beleidigt. Der Leuchtturm gehört Ptolemäus. Hinfort! Oh Gott! Der Pharos wird nur für Cleo. Oh Mann! Wie fucking scheiße ist der Typ? Du erinnerst mich an die alexandrinischen Huren, die ich vom Orden der Ältesten geschenkt bekomme. Vielleicht behalte ich dich ja. Jetzt hast du sogar mein vulgäres Herz beleidigt. Der Leuchtturm gehört für Ptolemäus. Hinfort! Der Pharos wird nur für Kleopatra brennen. Oh, oh Gott! Pisser! God damn it! Ah, 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 ah. Die Musik einfach wuppig. Ist immer noch höher. Hey, was? Wie in Zeus Namen hast du meinen Hauptmann getötet? Ptolemäus Männer brechen durch! Nein! Wir warten, bis ich das Signal sehe.
Ich glaube nicht, dass du einer Frau eine so wichtige Aufgabe anvertraust. Wie soll die Flotte ihre Befehle empfangen? Habt Geduld, Caesar. Alle, ihr Jagdgeist! Komm, wir ziehen auf das Schlachtfeld. Magi, decke den Rückzug. Viele haben an Aya gezweifelt und alle sind durch ihre Klinge gefallen. Hey! Hey! Ja, was war das denn jetzt? Geht aus dem Weg! Halt dich fest! Gott! Pass nach links! Bist du so schnell mit dem Bogen, wie alle sagen, sonst sind wir tot! Konzentriert euch aufs Lenken! Ich halte sie auf Abstand! Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute! Zieh nach hinten! Da sind viele von denen hinter uns! Was ist das denn jetzt eigentlich für eine Scheiße? Warum mache ich denn so viel? Ich arbeite daran. Das ist ja eine Endlos-Quest geworden mittlerweile. Bin ich am Ziel des Spiels? Das wäre nicht gut, weil es geht hinter uns. Der Wagen holt auf. Ich höre das noch mehr aufholen. Oh ja. Ich schieße so schnell ich kann, Römer. Ach, das ist nicht gut. Was ist denn? Hoffentlich finden wir es nicht heraus. Schneller! Vielleicht können wir ihn abhängen! Gott! Was? Wir müssen kämpfen! Haltet euch bereit, Caesar! Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten! Bitte was? So schlimm kann es nicht Hilfe! Sein. Es ist Osiris persönlich! Die Pfeile machen ihn nur noch wütender! Den Wagen ruhig halten! Ich konzentriere Gib mich! Gib mich! Ich habe eine Idee. Hauptsache, wir werden das verdammte Biest los. Verpiss dich! Wir müssen uns verpiss dich! Fester! Was? Da! Die Flotte! Ich habe nichts mehr, das ich werfen kann! Voll ins Auge. Man wird Lieder über uns singen. Und jetzt auf zu den Schiffen. Wir werden Helden des Schwerts und Verstands. Drei Tage später Delta. Stadien. Laut unseren Spekulatoren führt Potinus diesen Angriff. Beschäftigt ihr die Soldaten? Ich kümmere mich um Potinus! Ad Victoriam! Solange ihr noch könnt, keiner von euch wird meiner Klinge widerstehen. Ihr fallt. Wo sind wir eigentlich? Wir sind immer noch hier
Töte Potainos. Potainos war der Skorpion. Ihr Dämonen, ihr herzlosen Bastard!